So, hallo und willkommen zurück. Ja, der Kanu liegt noch da oben. Ich habe ein bisschen Primate gekriegt, weil ich habe ein Paraceratherium zerlegt, erlegt. Zwar fast mich, aber gut. Habe dann einen Teil davon auch abgebraten und so Kanu schläft da oben noch. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wird Zeit, sich einfach mal zu rächen. Ihr wisst, was ich meine. Nicht getroffen, Scheibenkleister. Nee, nee, nee. Wird einen behalten. Das wäre ich dafür. Narkotik drin, okay. Wir sind langsam im Wasser, das ist interessant. Shit. Komm, lass dich töten, ey. Ja, komm. Okay. Sieben. Noch ein Nachzügler. Okay. Ja, der schubst mich wieder. Ich weiß Bescheid. Hör auf, Diplodokus. Will dich als Schutzschild missbrauchen. Mach mit. Ja, das sind so Sprungköter. Eins, komm. Sieben. Komm, 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 lad. Revenger ist einer tot. Komm, komm. Der lebt ja immer noch. Das ist bestimmt der große Hunderter. Tot. Und den hole ich mir. Ist noch immun. Oh nein, sind wieder mehrere. Ihr seid mir ein paar Penner, Nulpen. Geil. Ja. Okay. Halb so wild, halb so wild. Da haben wir was für, da haben wir was für. Wir sind hier vorbereitet, ne? Eigentlich schon. 50.000 Pfeile nicht mehr da? Hab ich nie gelassen. Intrike? Auch nicht? Olli, Olli. So einen Rieseneimer voll Pfeile gemacht. Die habe ich nicht dabei gehabt. Da. Bola. 31 Pfeile. Ja, nicht die Welt, ne? Setch. Fiber. Brauche ich sonst noch was? Bogen, zweiten ruhig. Erstellung. Narkosepfeile. Flint. Falsche Kiste. Immer noch falsch. Was wird Echtzeitverordnung? Genau. Erstellung. Das Stück reichen. Will mein Stuff schließlich wieder haben. Oh nein, der kleine Mann. Den hatte ich ja wieder dabei. Dumm, dumm, dumm.
Beine, Füße, Rumpf. So, Jungs. Kano ist fertig, wie ich gerade sehe. Was ist er denn geworden? Warten. Warten, 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 warten. Jetzt kann ich hupfen. 173, nice. Also ein super Tame. Alles gut. Oh, der Kleine hat überlebt. Okay, und wo ist mein Bag? Mal auf. Bring den Kleinen erstmal zum Kanusus. Er hat nichts. Sehe ich zu, dass ich... Oh, ich will mein Bag wieder haben. Also, ja, so einer bist du. Dann halt so. Komm her. Komm. Na endlich. Setz jetzt mal um. Du bist der große Hunderter, ne? Oh. Find mein Täschchen sonst nie wieder. Okay. Nein, da. Abbruch. Ja, ja, komm, Kano. Wir müssen diese Töle verfolgen. Hältst du um? Ne. Und der zweite, naja, egal. Diplodocus. Weißt du was? Level, Kano, Level. Gehört. Okay. Dann ziehe ich mal die Billigpfeile da drauf. Hier. Komm, Kano, mach fertig. Sehr gut. Lass es dir schmecken. Perfekt, mitkommen. Hoffentlich lebt der kleine Bulldog noch. Scheißhöhle. Mich echt schwer zähmen, ne? Mal gucken, wie man das hinkriegt. Echt crazy. Na, Kano. Gut gemacht. Und unser kleiner Scheißer hier hat auch überlebt. So muss das sein. Komm her.
Baf. Baue ich den Stein noch ab. Da. Komm rein. Jupp. Sehr gut. So, du hast das Vieh eben gefressen. Ja, du hast genug Fleisch auf jeden Fall. Geht da so, okay. Hab ich denn auch noch eine Wand? Nö, kann ich denn doch schon noch mal eine craften? Geht. Ja, die Köter springen trotzdem drüber. Das ist leider. So. Kann ich noch eine craften, bitte? Den kann ich nicht. Abreisen. Lass mich noch eine Wand bauen, ja? Sehr gut. Schau mal, na guck. Also das NC zieht einfach nicht, ne? Ist aber auch nicht cool. Nein, 6. Okay, das sollte reichen. So, du bleibst schön hier, ne? Und so. Wer war das denn? Greife Ziel an. Ja, sollte sich also neutralisiert verhalten. So, jetzt bringen wir unseren kleinen Scheißer mal nach oben. Fast verloren, ne? Ich gedacht, der ist Geschichte. Aber diese Revenger schießt die immer tot. Er wird einfallen lassen. So, Scheiße, Lee. Passiv, sehr gut. Moment, du bist doch Fleischfresser, ne? Du brauchst Futter. Komm her hier. Ruhes. Jo. Nimm das. Sehr gut. Nö, das brauchst du nicht. Weil ich weiß, futterst du das auch, ne? Ah, tut da auch. Ah ja, genau. Charge Dragon. Okay. Charge Emissions Rage. Aha, die Ladereichweite. Ladekapazität. Ja, jetzt hat er mehr Ladung. Cool. Jetzt tankt er sich hier an irgendwas auf, aber ich glaube an dem Licht da oben. Aber was ich gesehen habe, die Viecher können sich auch untereinander auftanken. Also wenn eins leuchtet und das andere nicht, dann tankt das andere bei dem einen auf. Total crazy, ey. Aber cool. So. Weiter geht's. Wir haben ein cooles Kanu. Das ist schon mal ein Riesenplus. Geht langsam aufwärts. Und das in Folge 4, 5, 6. Irgendwie so. Das geht doch. So, ich bleib bei der Chitinkleidung jetzt erst einmal. Muss mir nur die Brille. Die Brille muss ich mir nur aufsetzen. Ich mag die Brille einfach. Und den Rest stopfen wir in die Schmiddi. Bogen ist Schrott, ja, ist egal. Fallen lassen. Die kommen rein. Hier, 1580 Pfeile. Alles klar. Ups. Okay, haben wir hier noch Geschosse? Nö, ne? Dann müssen wir noch ein paar craften. 16, ne? Nicht die Welt. So, wir können als nächstes mal so einen Aufzug machen. Wir haben einen guten Elevator-Track. Der ist gar nicht so teuer, ne? Der kostet jedes Mal 5. Fasern und Fungalwood. Und Elevator Track to complete on Elevator.
Plattform. Das ist gar nicht so teuer, die Aufzüge hier, oder sehe ich das falsch? Nee. Cool. Oh, okay. Cool. Wenn wir uns als nächstes vornehmen. Da haben wir hier schon wieder 5. Naja, gut, nicht die Welt. So, jetzt wird hier ein bisschen rumgecraftet. Ja, hier war schon drin. Passt schon. Noch irgendwas? Anschmeißen, reinschmeißen, anschmeißen. Bullfrog. Komm her. Nimm mal das. Jutte gekochte, ne? Hätte, glaube ich, bei den Fleischfressern länger, wenn sich da nicht großartig was geändert hat. Hält eigentlich überall länger als im Spielerinventar, aber trotz allem. Das. Drei. Und der letzte. 4. Dann noch das fleischige Essbare hier rein, in den kleinen. Zack, zack. Ah, da habe ich schon 30. Das reicht vollkommen. Will ich auch halbieren. So, ja, machen wir. Okay. Noch irgendwas? Nur, ne? Okay. Dann passe ich hier drüber ab, Digga. Range 200 und... keine Ahnung. Jetzt als nächstes wieder brauchen ist Holz, wenn ich das so richtig sehe. Und Ordnung. Aber das ist wohl vergebens. Ich werde mal hier ein richtiges Lager setzen, anfangen, Schränke zu bauen und so. Ich meine, hier sollten wir eigentlich recht sicher sein. Sollte funktionieren. Und ja, müssen wir gucken, dass wir dann von hier aus weitere Erkundungen starten. Oder auch nicht. Müssen wir sehen, wie wir es machen, ob wir dann wirklich nochmal umziehen. Ich meine, wird noch bestimmt viele, viele schöne Stellen geben. Die muss man ja auch erstmal finden, ne? Bis dahin braucht man auch ein Zuhause. Deswegen. Erstmal hier so bestmöglich zusammenfrückeln. Und dann später mal weiterschauen. Ja, an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.